Großvater? Saru? Könnt ihr uns eine von den großen Langhalsgeschichten erzählen? Naja, ich denke, ein oder zwei Geschichten hätten wir schon noch drauf. Wer weiß denn, wie die Langhälse zu ihrem Namen gekommen sind? Das ist, weil sie einen so langen Hals haben. Jap, jap, jap. Das weiß doch jeder Nestling. Aber wusstet ihr, dass die Langhälse nicht immer so einen langen Hals hatten? Hatten sie nicht? Es war einmal vor vielen kalten Zeiten, lange bevor wir geschlüpft sind. Da hatten die Langhälse einen kurzen Hals. Da waren die Bäume noch klein und sie kamen mühelos an die Baumsterne in den Wipfeln der Bäume heran. Immer wenn die große, helle Scheibe am Himmel war, sangen die Bäume ihr ein Lied. Die große, helle Scheibe mochte die Lieder so sehr, dass sie die Bäume umarmte und zu sich zog, sodass sie ganz lang wurden. So waren sie näher am Himmel, wenn sie ihr Lied für die helle Scheibe sangen. Aber jetzt hingen die Baumsterne so hoch, dass die kurzhalsigen Langhälse nicht mehr an sie rankamen. Das tat der Nachtscheibe so leid, dass sie ihnen helfen wollte. Durch das Licht fühlten sie sich besser. Und so reckten sie ihre Köpfe nach oben, um näher an der Nachtscheibe zu sein. Und während sie das taten, wurden ihre Hälse so lang, dass sie wieder an die Baumsterne herankamen. Die Freundlichkeit der Nachtscheibe half uns, Langhälse zu werden. Tja, Kinder, so haben die Langhälse ihre langen Hälse bekommen. Das war eine steinstarke Geschichte, jap, jap, jap. Die Geschichte von den Baumsternen hat Spikey hungrig gemacht. Es muss wundervoll sein, wenn man die ganze Zeit über Geschichten erzählt. Es ist eine Ehre, die großen Langhalsgeschichten zu erzählen. Und eine sehr wichtige Aufgabe. Aber viele Langhälse haben ihre Geschichten vergessen. Deshalb musst du zurückkommen und wieder ein Geschichtenerzähler sein. Was, ich? Nein, nein, das geht nicht. Wir reisen durch das Land und erzählen allen die großen Langhalsgeschichten, so wie früher. Das klingt nicht schlecht, Saru, wirklich, Also willst du wieder ein Geschichtenerzähler werden, Großvater? Natürlich will er. Saru, es tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig diese Geschichten sind. Ich war immer gerne ein Geschichtenerzähler, aber es ist schon lange her. Die Dinge haben sich verändert. Was meinst du damit, Großvater? Naja, mein Platz ist hier im großen Tal. Mit dir und Großmutter und all den anderen. Aber du bist der Geschichtenerzähler. Die Langhälse brauchen dich. Ich brauche dich. Ich kann die Geschichten doch nicht selbst erzählen. Nein, Saru, das geht leider nicht. Die Zeiten des Herumziehens sind für mich vorbei. Dann wendest du dich von uns ab und von unseren Traditionen. Saru, warte doch! Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Großvater, ist alles in Ordnung mit dir? Naja, ich bin nur traurig wegen Saru. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Ich
hoffte immer, Saro würde eines Tages der Geschichtenerzähler werden. Er kennt alle Geschichten genauso gut wie ich. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt ist Saro zu verärgert, um mir zuzuhören. Das ist eine traurige Sache. Und ehrlich gesagt, vergesse ich langsam die alten Langhalsgeschichten. Die Langhalsgeschichten dürfen nicht verloren gehen. Ich muss Saro finden. Oh-oh. Saros Fußabdrücke führen ins geheimnisvolle Jenseits. Wer ist das? Komm raus da! Ich habe keine Angst vor dir! Warum solltest du vor mir Angst haben? Oh, Chomper. Ich dachte, dass... was machst du hier? Ich bin dir gefolgt. Und was machst du? Ich folge Saros Fußabdrücken. Ich muss ihn wieder zurückholen. Großvater möchte, dass er der neue Geschichtenerzähler wird. Wow, du brauchst dringend meine Schnuffelnase. Dann findest du ihn ganz schnell. Ich hab ihn! Schnappen wir ihn uns. Ist ein großer Langhals. Wahrscheinlich ist er einfach darauf gesprungen. Aber das ist zu hoch für mich. Ich schaff's. Naja, nicht ganz. Vielleicht können uns ja ein paar Steine helfen, darauf zu klettern. Echt schade, dass Zera nicht hier ist. Sie kann Sachen umherschieben wie kein anderer. Das müsste reichen. Los, versuchen wir es mal. Ja, es hat geklappt, Littlefoot. Wir beide sind ein gutes Team, Chomper. Ja, finde ich auch. Und weiter geht's. Mir nach. Wir wollen nach Saro finden. Dein Geruch ist jetzt viel stärker. Nicht schlapp machen, Littlefoot. Wer macht denn hier schlapp? Na bitte, da ist er ja. Littlefoot? Chomper? Wieso seid ihr mir gefolgt? Wir wollten dich fragen, ob du nicht ins große Tal zurückkommen willst. Du musst unbedingt mit meinem Großvater sprechen. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Warum bist du sauer auf Littlefoots Großvater? Wenn er nicht mitkommt, um der Geschichtenerzähler zu sein, geraten alle großen Geschichten in Vergessenheit. Aber warum kannst du nicht der Geschichtenerzähler sein? Weil er der Geschichtenerzähler ist. Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht. Oh nein! Fallende Steine! Auch das noch! Danke, Saro. Du hast uns gerettet.
Ihr hättet mir nicht folgen dürfen. Jetzt blockieren die Felsen den Rückweg ins große Tal. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück. Kinder, hat euch euer Großvater schon mal die Geschichte von Langläufer erzählt? Langläufer? Nein, ich glaube nicht. Langläufer war einmal ein großer Langhalsanführer. Aber als er kleiner war, da war er etwa so alt wie ihr, lernte er eine Lektion in Sachen Mut und Tapferkeit. Eines Tages spielten Langläufer und seine kleine Schwester und hatten jede Menge Spaß. Sie hatten sogar so viel Spaß, dass der Wind eifersüchtig wurde. Der Wind blies um Langläufers Schwester herum und wirbelte sie hoch in die Luft. Er entführte sie in eine Windhöhle, weit oben in den Bergen. Langläufer fürchtete sich, dem Wind in die Windhöhle zu folgen. Aber er wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb, wenn er seine Schwester retten wollte. Als Langläufer die Höhle erreichte, traf der Wind mit ihm eine Abmachung. Wenn er in einem Wettlauf bergab den Wind schlagen könnte, dann würde dieser seine Schwester freilassen. Langläufer wusste, das würde gefährlich werden. Aber er musste seine Schwester retten. Niemand hatte bisher den Wind geschlagen. Doch Langläufer fand den Mut, schneller zu laufen als jeder Langhals vor ihm. Weil Langläufer es schaffte, seine Angst zu überwinden, war er in der Lage, den Wind zu besiegen. Der Wind hielt sein Versprechen und brachte Langläufers Schwester aus der Höhle zurück. Aus Langläufer wurde ein großer Anführer. Und immer wenn er tapfer sein musste, erinnerte er sich daran, wie er den Mut hatte, den Wind zu besiegen. Und manchmal, wenn ich Mut brauche, denke auch ich an Langläufer. Wow! Danke für die steinstarke Geschichte, Saru. Ja! Ich fühle mich schon viel besser. Littlefoot! Großvater? Littlefoot! Ja! Ich kann ihn auch hören. Großvater? Großvater! Littlefoot! Mir dich gefindet! Petri! Was machst du denn hier? Mir sie gefindet! Kommt alle her, schnell! Hey, wie habt ihr uns gefunden? Ganz einfach, wir sind euren Fußabdrücken bis hierher gefolgt. Und dann haben wir das Steinrutschen gehört. Und wir haben euer Rumjammern gehört. Saru, hör mal, ich wollte etwas mit dir besprechen. Was sollten wir besprechen? Es ist alles gesagt. Nein, nein, Saru. Ich denke, du solltest der neue Geschichtenerzähler sein. Ich? Aber ich kann doch die großen Geschichten nicht ohne dich erzählen. Aber uns hast du doch auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von Langläufer. Wir hatten ganz große Angst. Aber durch deine Geschichte haben wir uns besser gefühlt. Siehst du, Saru, das war ein Moment, in dem eine der großen Geschichten wichtig und lehrreich für die anderen war. Das zeichnet einen guten Geschichtenerzähler aus. Er weiß, wann er für andere wichtig ist. Du glaubst wirklich, dass ich bereit bin, ein Geschichtenerzähler zu sein? Das bist du doch längst. Find ich auch. Ja, genau. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich dachte, Geschichtenerzähler haben immer etwas zu sagen. Vielleicht hast du recht. Ehrlich gesagt,
erinnert mich das an eine Geschichte über die erste Geschichtenerzählerin. Ihr Name war Erste Stimme. Eines Tages kam Erste Stimme in eine große Höhle. Da hörte sie ein Rascheln. Ein anderer Langhals näherte sich der Höhle. Hast du gesehen, wie ich geflogen bin? Los, Petri, das machen wir gleich nochmal. Ich will noch einmal durch die Lüfte segeln. Oh, komm schon, Petri. Bitte. Nein, jetzt viel zu stürmisch. Wir fliegen morgen. Erst morgen? Aber meine Flügel sind gerade erst warm geworden. Nö, nicht sicher. Ich dachte, der Wind wäre gut. Hast du gesehen? Alles ist bestens. Das macht ja solchen Spaß. Oh nein. Oh, Junge. Was macht er denn da? Warum fliegt Guido so hoch? Hey, Wind, hör auf! Wow. Hilfe! Oh, mir muss ihm helfen. Hinke! Oh nein, der Wind weht sie zum schwarzen Felsen. Ins geheimnisvolle Jenseits? Oh nein. Wir müssen den Erwachsenen Bescheid sagen. Mir fix und fertig. Petri, der Wind hat aufgehört. Nicht mehr. Petri! Oh nein, noch auch das. Deine Schuld. Oh, was das hier für ein Ort? Ich glaube, wir sind im schwarzen Felsen. Schwarzer Felsen? Das nicht gut. Ich weiß. Hilfst du mir mal hoch? Okay, au. Oh, ich bin ganz blöd auf meinem Fuß gelandet. Das ganz dunkel. Und mir kann nicht mehr fliegt. Aber wenigstens kannst du noch laufen. Sieh mal, ob du einen Weg hier rausfindest, ja? Oh, na schön, gut. Oh, zu hoch, hier geht nicht raus. Petri! Da hat sich was bewegt. Da drüben. Mir gar nichts gesehen. Ist viel zu dunkel. Und ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst vor Höhlen, aber am allermeisten habe ich Angst davor, Angst zu haben. Das ist nur die Schuld von diesem blöden Wind. Ich hoffe, Sie finden Petri und Guido bald. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Was ist das? Wenn es so furchteinflößend ist, sag's mir lieber nicht.
warm, bevor du was sagst. Licht, da vorn gleich. Ach, eine Höhlensternpflanze. Na, wenigstens musst du nicht verhungern. Oh, Krablinge. Gut für dir. Du fühlst dir besser. Ja, gar nicht schlecht für Höhlenkrabblinge. Petri? Du hungrig. Entschuldigt, ich glaube, ich habe nicht mehr die besten Manieren. Ich bekomme nämlich nicht sehr oft Besuch. Mein Name ist Scooper. Ich lebe hier schon eine ganze lange Weile. Aber es ist gar nicht so schlimm. Seht ihr, ich bin nicht allein. Das da ist Cliff. Der schlanke Bursche da drüben ist Slim. Und der gut aussehende Typ in der Ecke ist Ecky. Er hat nicht mehr alle Zacken auf dem Rücken. Warum du leben hier? Naja, weil... Weil ich blind bin. Oh. Oh. Oh nein, sie haben ihn nicht gefunden. Petris Mama sieht ganz schön fertig aus. Was stehen wir denn hier rum? Wir müssen irgendetwas unternehmen. Ich hasse es, so hilflos zu sein. Hey, vielleicht können wir Petri und Guido nicht helfen, aber wir können den Helfern helfen. Swooper, du blind? Wie, du kommst zurecht? Oh, na ja, ganz einfach. Ich kenne jeden Winkel in dieser Höhle. Mein Gehör- und Geruchssinn sagt mir exakt, was hier vorgeht. Ja, so habe ich auch mitbekommen, dass ihr mir meine Höhlensterne wegfuttert. Bei uns in Großes Tal gibt's jede Menge Futter. Alle gute Freunde, alle glücklich und zufrieden. Das Große Tal? Das klingt wie die Art von Zuhause, von der ich immer geträumt habe. Natürlich bin ich niemals dort gewesen, denn das wäre viel zu riskant für einen blinden alten Flieger wie mich. Ach, mir wünschte, wir könnten dir hinbringen. Aber, oh, mir kann leider nicht mehr fliegen. Guido auch verletzt und ganz blöde Sache. Ach. Wir wollen niemals zurück in Großes Tal. Japp, 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 japp. Wenn wir da rausgehen, sind wir garantiert eine Mahlzeit für einen Scharfzahn. Naja, vielleicht gibt's doch einen Weg. Wie wär's damit? Du fliegst und Petri und ich reiten auf deinem Rücken. Dann sind wir deine Augen. Ach, ich weiß nicht. Das klingt ganz schön riskant. Vielleicht etwas zu riskant. Ich muss noch ein bisschen nachdenken, bevor ich mich dazu entschließen kann. Also, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich werde euch drei vermissen. Ich fliege zusammen mit meinen neuen Freunden ins Große Tal. Wenn ihr hier jemals rauskommt, dann besucht mich da. Alles klar? Frische Luft tut gut. Oh, zu viel frische Luft tut gar nicht gut. Pause in die Richtung. Na dann gehen wir's an. Hopp, hopp, rauf mit euch. Super. Sag mal, wann... Bist du eigentlich das letzte Mal geflogen? Oh, lass mich mal überlegen. Das ist schon ziemlich lange her. Also vielleicht sollten wir noch mal darüber nachdenken, ob wir... Ja!
Und ab geht der wilde Flug! Jungs, ich muss mich erst mal daran erinnern, wie das geht. Also, wo lang jetzt? Naja, also schön, ein kleines Stück weiter nach links. Warte, nicht so viel! Ja, gut, das ist schon besser. Das ist der schnellste Weg zum großen Tal. Nein, viel zu windig, Link. Wir fliegen drumrum. Lieber nach rechts. Links! Rechts! Links! Rechts! Links! Rechts! Hört mal her, wenn wir irgendwo ankommen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Also schön, Zuba hat recht. Du bist mehr geflogen, Petri. Sag uns, wo wir lang müssen. Aber Guido helft auch. Fühl mit die Flügel, ob der Wind sich dreht. Das ist einfach. Ja, schon besser. Jetzt geht es wenigstens nur in eine Richtung. Hallo? Oh. Hier sind ein paar Baumsterne. Wir haben genug für alle Flieger gesammelt. Wir möchten helfen. Ich danke euch vielmals, Kinder. Ich habe nichts mehr gegessen seit... Oh, nicht traurig sein. Petri kommt wieder nach Hause, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, das hoffe ich auch. Sie kommen wieder nach Hause. Aber der Wind muss aufhören zu wehen, damit wir die beiden finden können. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert. So weit bin ich ja ewig nicht geflogen. Wie wär's mit einer kleinen Zwischenlandung, um Kraft zu tanken? Das ist keine gute Idee. Oh, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weiterfliegen kann. Na ja, dann Petri fliegt. Macht leichter es für Swooper. Autsch. Du kannst noch nicht wieder fliegen, Petri. Dann werde ich mal mein Bestes versuchen. Du? Ganz sicher? Wir beide sind zu schwer für Swooper. Das Ganze war meine Idee. Du schaffst das, du ganz guter Gleiter. Du hast recht. Ich krieg das hin. Hey, das ist gar nicht so übel. Ich check die Lage mal von ganz oben. Hey, Swooper! Petri, komm mal hoch zu mir! Der Wind bläst uns geradewegs ins große Tal! Dann kannst du deine Flügel ausruhen! Oh. Die alten Knochen freuen sich über ein Päuschen. Jetzt gleiten wir in 0, nichts ins große Tal. Oh, mir hoffe ganz doll. Es ist wahr. Man hat sie gesehen. Sie kommen wieder zurück. Wir haben es geschafft, Swooper. Wir sind zu Hause. Also ohne dich hätten wir das nie geschafft, Guido. Ja.
wieder da bist. Petri! Petri, du bist ja verletzt. Ein bisschen, mir sonst sehr gut. Das hier, Swooper, er fliegte mir nach Hause. Ich danke dir vielmals, Swooper. Das habe ich doch gern gemacht. Aber das Ganze war Gitos Idee. Er hat den Wind entdeckt, der uns hierher getragen hat. Ohne den Wind wäre niemals geschafft nach Hause. Oh, vielen Dank, Guido. Das hast du gut gemacht. Oh. Hört mal alle her. Heißen wir Petri, Guido und ihren neuen, ich meine unseren neuen Freund Swooper ganz herzlich willkommen. Ja! Vocera! Was? Du glaubst doch nicht, dass... Die Bauchschleifer Cera haben? Oh, nein, nein, nein. Arme Cera. Hä? Cera! Was ist denn? Cera! Hey, du lebst, Cera! Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Bauchschnäppers nicht Cera geschnappt? Das war knapp. Ich saß in der Falle. Steine lagen mir im Weg, aber dann sind sie plötzlich abgehauen. Du hast die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen? Als die Steine runtergefallen sind, haben die Bauchschleifer Angst bekommen. Cera Bauchschleifer Angst gemacht? Du hast uns gerettet. Japp, japp, japp. Naja, eigentlich nicht wirklich. Cera hat sie in die Flucht geschlagen. Und das ganz allein. Hört mal, ich... Also schön gut von mir aus. Cera? Cera hat den Bauchschleifern Angst eingejagt. Jetzt sind sie wieder ins geheimnisvolle Jenseits geflüchtet. Eigentlich hatte ich nur... Cera ganz doll mutig. Wir müssen sehen, wo sie reingekommen sind und das Loch versperren. In der Zwischenzeit seid ihr Kinder zu Hause besser aufgehoben. Na schön. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir von dieser Öffnung nichts erfahren. Danke, Kinder. Cera, ganz großes Held. Hä? Oh, mir allen erzählen, dass Cera großes Held. Nein, warte! Sonst ist ja auch egal. Alle herhören! Cera ist großes Held! Cera uns gerettet vor Bauchschleifers! Mutige Cera Bauchschleifers in die Flucht geschlagen! Cera ist ganz großes Held! Da ist sie ja! Das Heldenmädchen! Na, Langhals, weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Ja, ich war an diesem Morgen mit ihr zusammen. Sie hat die Bauchschleifer... mit links in die Flucht geschlagen. Ja, ich denke, das wird dich interessieren. Wir haben den Eingang in der Felswand verschlossen. Und von den Bauchschleifern war weit und breit nichts zu sehen. Natürlich nicht. Wenn ein Dreihorn jemanden verjagt, dann lässt er sich nie wieder blicken. Ist doch so, Cera, oder? Naja, das hoffe ich. Eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht. Keine falsche Bescheidenheit. Du bist eine Heldin. Du hast gekämpft, während deine Freunde weggerannt sind. Nur gut, dass sie nach ihrem Vater kommt, was, Langhals? Wer
Wer von euch möchte die Geschichte vom mutigen Dreihornmädchen hören? Ja, die Geschichte. Na, dann erzähl mal, Zera. Naja, wir haben in der Nähe vom Kreis der Felsen rumgetobt und... Hier oben vom Rednerfelsen. Und sprich etwas lauter. Littlefoot und Chomper und ich... Komm gleich zu deinem Teil. Entschuldige, Papsi. Also schön, los geht's. Da stand ich nun allein diesen Bauchschleifern gegenüber und... Sie war in die Enge getrieben, wisst ihr? Richtig. In die Enge getrieben von den Bauchschleifern. Ich stieß gegen die Felsbrocken. Nein, nein. Sie ist viel zu bescheiden. Aber wir wollen hören, wie es wirklich war. Ist doch so, oder? Ja. Also los, raus damit. Oh, mir will auch. Das sehr spannende Geschichte. Erzähl uns, wie mutig du warst, Zera. Und wie du die stinkigen Bauchschleifer ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt hast. Ja, genau. Du hörst, was sie sagen, Zera. Nun erzähl ihnen schon deine Geschichte. Na schön. Ich war also umzingelt. Von den fiesesten Bauchschleifern, die man je gesehen hat. Und sie schnappten nach mir mit ihren riesigen, ungeputzten Zähnen. Sie wollten meinen Freunden wehtun. Gruselig! Oh, nein, nein, nein! Oh, doch. Aber das konnte ich nicht zulassen. Also, tja, Also lockte ich sie in eine Schlucht. Oh. Meinen genialen Plan in die Tat umzusetzen. Wenn du nicht beleidigt bist, Spikey, dann reite ich heute lieber auf Zera, dem mutigen Dreihornmädchen. Hm. Natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist, Zera. Ja, klar. Oh, gute Idee. Du ganz sicher, wenn bei Spielen irgendwas Böses passieren. Was sollte denn beim Spielen passieren? Nichts wird während des Spielens passieren. Außer, dass meine Mannschaft gewinnt. Vielleicht warst du gestern die große Heldin, Zera. Aber heute bist du nur ein ganz normales Dreihornmädchen. Also los, zeig, was du drauf hast. Was ist denn? Wir wollten nur das mutige Dreihornmädchen sehen. Jetzt habt ihr sie gesehen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen hast. Oh ja, bitte. Erzähl uns alles. Bitte, Kleines. Ich habe die Geschichte doch schon gestern erzählt. Oh, da war ich unterwegs. Ich war auch nicht da. Ich kenne die Geschichte auch nicht. Das super Geschichte. Und Zera ganz doll tapfer und mutig. Naja, ich war schon irgendwie ganz mutig. Und du hast das große Tal vor den Bauchschleifern gerettet. Das war wirklich unglaublich, nicht wahr? Jeder weiß, dass Bauchschleifer gefährlich sind. Aber ich wusste schon immer, wie man mit ihnen umgeht. Als sie meinen Freunden hinterherjagten, wusste ich, wie ich sie aufhalten kann. Egal, wo wir hingehen, überall wollen sie ihre Geschichte hören. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Über Zera zu sprechen ist eine von Zeras Lieblingsbeschäftigungen. Da hast du recht. Naja, das geht schon klar. Sie hat es ja auch verdient. Und dann befreite ich mich aus der Falle. Ich schubste die großen Steine auf die Bauchschleifer und jagte sie davon. Bauchschleifer auf der einen Seite und Bauchschleifer auf der anderen Seite. Oh! Hallo, Littlefoot. Ruby, ihr wollt wohl auch die Geschichte meiner Tochter Zera hören, was? Nein, die kennen wir doch schon. Im Gegensatz zu meinen Freunden rannte ich nicht weg. Ich wusste, wie ich sie aufhalten kann. Diesen Teil haben wir aber noch nicht gehört. Dann jagte ich den rot gepunkteten Bauchschleifer den ganzen Weg zurück. Aber seine beiden Freunde... Waren das denn drei?
Das waren doch nur zwei Bauschleifer. Na ja, vielleicht habt ihr den dritten ja nicht gesehen. Denn immerhin seid ihr ja weggerannt. Oh. Ich glaube, es ist total feige. Ach, wo war ich gerade? Ach ja, zwei neue Bauchschleifer tauchten auf. Und sie waren riesig. So groß wie zwei große Bäume. Von so einem großen Bauchschleifer habe ich noch nie gehört. Aber von solchen Typen lasse ich mich doch nicht aus meinem Tal verjagen. Sie stapften mit ihren gigantischen Füßen auf. Doch ich versperrte ihnen den Weg und sagte, ihr verschwindet aus meinem Tal! Was? Und sie rannten davon ins geheimnisvolle Jenseits, um nie wieder zurückzukehren. Alle irre. Ja, wunderbar. Jeder, der die Geschichte von dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen noch einmal hören möchte, kann herkommen, kurz bevor die große helle Scheibe den Himmel verlässt. Immer wenn ich die Geschichte von ihrer Heldentat höre, erfahre ich neue Dinge, die passiert sind. Ja, weil sie immer, wenn sie die Geschichte erzählt, die Geschichte neu erzählt. Oh, mir nicht geweiß, dass Bauchschleifer so groß werden. Hey, vielleicht rieche ich die Bauchschleifer deswegen immer noch, weil sie so groß sind. Hä? Du kannst sie immer noch riechen? Ja, seit dem Tag, als sie sie verjagt hat. Ganz egal, wie groß sie sind, wenn sie im geheimnisvollen Jenseits sind, dürftest du sie nicht mehr riechen können. Es sei denn, sie sind gar nicht zurückgelaufen. Nein, Zera, die Bauchschleifer sind ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt. Die haben ganz schön rumgestampft. Wenn sie wirklich so viel rumgestampft haben, haben sie doch auch Fußabdrücke hinterlassen. Wir sollten zum Kreis der Felsen gehen und nachsehen. Dann wissen wir, welcher Teil von Zeras Geschichte der Wahrheit entspricht und welcher Teil von Zeras Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Da ist der Kreis der Felsen. Das muss Ort sein, an den Zera Bauchschleifers verjagt hat. Aber ihren Gestank hat sie nicht verjagt. Na und? Das heißt nicht Bauchschleifers hier. Ja. Vielleicht Bauchschleifers doch hier. Das kommt aus der Richtung. Deshalb kann ich sie immer noch riechen. Oh, oh. Aber sie hat sie doch davongejagt. Hast du gesehen, wo sie hingelaufen sind? Ja, der Weg führt nach Hause. Wir müssen die anderen warnen, schnell. Also, Zera gar nicht kein Held? Bestimmt wissen alle im geheimnisvollen Jenseits schon über mich Bescheid. Vielleicht erzählen sie dort auch gerade die Geschichte von dem mutigen Dreihornmädchen, so wie wir. Aber für die ist das eine Gruselgeschichte. Niemand legt sich mit dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen an. Hm. Vielleicht werde ich mich demnächst mal um Rotklaue kümmern. Die Bauchschleifer, sie sind wieder zurück. Sie sind wieder da. Hier? Völlig unmöglich. Hast du nicht die Geschichte gehört? Ja, aber die wirkliche Geschichte habe ich gerade selbst gesehen. Und Petri, Littlefoot und Chomper auch. Jawohl. Und ich habe sie mit meiner Nase geschnüffelt. Warum könnt ihr nicht akzeptieren, dass Zera besser ist als ihr? Sie hat sie für immer davongejagt. Punkt. Schluss. Aus. Die Bauchschleifer haben zu viel Angst vor Zera, um zurückzukommen. Ist doch so, Zera, oder? Zera? Seid ihr sicher, dass das Bauchschleifer waren? Vielleicht habt ihr euch ja geirrt. Du hast gesagt, du hast die Riesenbauchschleifer verjagt. Naja, vielleicht waren sie ja gar nicht so riesig. Aber sie sind doch vor dir weggelaufen, nicht wahr? Sie sind weggelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wohin. Eigentlich habe ich ja gar nichts Besonderes gemacht.
Zufällig sind ein paar Steine runtergefallen. Und dann sind sie abgehauen. Also ich muss schon sagen, sie hat uns lügen. Das ist ja unglaublich. Ich hab sie gar nicht verjagt. Ich kann nicht glauben, dass ich gedacht habe, du wärst das unglaublich mutige Dreihornmädchen. Nein, nein, nein! Warum hast du uns Geschichten erzählt, die gar nicht wahr sind? Papsi? Ich bin sehr, sehr von dir enttäuscht. Aber Papsi! Spar dir die Worte. Ich muss darüber nachdenken. Das ist alles die Schuld von diesen Bauchschleifern. Wenn die nicht gekommen wären, jetzt sind mir alle für immer und ewig böse. Sogar mein Papsi. Wenn sie nicht weggelaufen wären, dann hätte ich ihnen bestimmt Angst eingejagt. Mit meinem lauten Brüllen. Zum Beispiel so. Bauchschleifer! Papsi? Lasst meine Tochter zufrieden! Dass ihr wegkommt, verschwindet! Ich hab euch doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Es tut mir leid, Papsi. Nein, mir tut es leid. Ich hab dich dazu getrieben, die Geschichte immer mehr auszuschmücken. Trotzdem habe ich geschwindelt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber es war so ein tolles Gefühl, eine Heldin zu sein. Ach, Zera, du wirst immer mein unglaubliches Dreihornmädchen sein. Danke, Papsi. Und außerdem, niemand nimmt es mit einem Dreihorn auf.